Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Way of the Hunter. Da sind wir wieder am Start hier. Neuseeland, Matariki Park natürlich. Da sind wir unterwegs und da oben läuft irgendwas. Ich sehe irgendein Tier. Aber mal gucken, was das ist. Es sind eine Gruppe Rothirsche, allerdings ein kleiner und zwei weibliche. Die werden wir wohl nicht bejagen müssen. Aber wir gehen heute hier ein bisschen in das hügeligere Gelände rein, denn da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, auch etliche Wapitis. Da werden wir, oh, da zieht aber noch ein anderer Rothirsch hinterher. Aber auch den werden wir wahrscheinlich ziehen, dass wir zu der Gruppe da gehört. Aber da, guck mal, da sind auch schon die, hinter denen wir heute eigentlich her sind, nämlich Wapitis, ausgewachsener weiblicher, den wir da sehen. Aber ich sehe da hinter den Bäumen dafür noch eine ganze Menge. Und da gucken wir mal, dass wir da vielleicht dann irgendwas finden und schießen können. Denn da hinten ist auch schon ein größerer Bulle, ausgewachsener Zweier. Guck mal, das ist schon mal einer, den wir schießen könnten gegebenenfalls, weil der wird jetzt auch nicht mehr so riesig. Aber auch sehr viele Weibchen da in der Gruppe drin, wie es aussieht. Und wenig Männchen, oder? Also da ist halt der, ja, der ist vielleicht jung sogar noch. Ich dachte vielleicht sogar erwachsen, aber noch ein junger. Ich werde trotzdem mal versuchen, da, guck mal, da kommt noch einer rein, ausgewachsener Zweier auch. Der ist ausgewachsener Vierer. Junge, der ist natürlich schon definitiv besser als die anderen. Wir müssen es halt nur gucken. Hat wir von den Zweiern halt wahrscheinlich dann. Oh ne, das ist ein ausgewachsener Einser. Junge, den schießen wir ja. Den schießen wir auf jeden Fall. Ausgewachsener Einser ist ja super Premium. Das ist ja genau der, den wir dann auch haben wollen. Letztendlich. Der liegt da zwar gerade so ein bisschen blöd, aber steht jetzt dankbarerweise auf. Und gib mir die Gelegenheit für einen Schuss. So soll's sein. Einmal kurz. Oh, da habe ich mal eine andere Stelle markiert. Die ist ein bisschen sehr weit weg. Die hier kommt schon eher hin. Und damit sollten wir die auch erwischt haben. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die Erde vielleicht sogar nochmal vor, dass wir da vielleicht auch noch den einen oder anderen Zweier schießen können. Einen davon würde ich vielleicht sogar gerne noch tatsächlich da rausnehmen. Aber erstmal unseren erlegten Wapiti finden, der jetzt da auch zusammensackt. Perfekt. Dann brauchen wir ja gar nicht großartig suchen, denn da liegt er schon parat. Aber was ist seine Mission da? Ist das ein einzelnes Stück? Oder war es der Gruppe gerade? Die anderen, die sehe ich nicht mehr. Die sind nur alle Berge. Aber ich glaube, dass der vielleicht sogar da einzeln unterwegs ist. Und einzeln mögen wir gar nicht, ne? Das mögen wir eigentlich gar nicht. Den müssen wir gleich mal spotten. Ja, sehen wir jetzt. Ja, junge Einser. Können wir natürlich nichts drüber sagen, aber ihr kennt meine Theorie zu den Einzeltieren. Weg damit. Insofern glaube ich nicht, dass der zu der Gruppe gehört von gerade, weil ich sehe die auch in der Senke hier nicht. Nee. Also wenn der da beigestanden hätte, wäre der, glaube ich, mitgezogen. Deshalb, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mit raus. Dann haben wir den auch weg. Einzeltiere kann kein Mensch gebrauchen. Auf dem Geweih her, ne? Also wir sehen, klar, ist ein junger Einser, aber guck dir das Geweih an. Die eine Seite so ein bisschen nach außen weg, viel, viel kleiner oder nach hinten weggekippt, an die rechte Seite dann nach oben. Also, der kann schon keine allzu gute Veranlagung haben, muss man fairerweise sagen. Deshalb nehmen wir den hier raus, Schuss ins Herz, hat auch gepasst. Und damit den nächsten Wapiti hier und zwar jetzt erstmal, die wir uns holen können. Ah, da hinten, da sehen wir die Herde tatsächlich. Die steht nämlich da im Hang. Und damit aber auch noch auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um die dann auch gleich zu schießen. 300 Meter ungefähr entfernt. Aber können wir uns gleich drum kümmern. Wir holen uns erstmal einmal den. Das ist nämlich der Einser gewesen, den wir geschossen haben. Ja, 32%, brauchen wir nicht überreden. Natürlich ein guter Abschuss. Und davon liegt der andere. Und wir können vielleicht schon mal gucken, ob wir da dann nochmal fündig werden. Denn da ist noch einer von den ausgewachsenen Zweiern zum Beispiel. Da ist ein ausgewachsener Dreier. Ausgewachsener Vierer. Ja. Wahrscheinlich hier den vielleicht noch mitnehmen. Den Zweier, der da vorne gerade steht. 250 Meter. Auch der vom Geweih, der die eine Sprosse da nach unten weg. Das wird nicht allzu gut sein, denke ich. Und damit haben wir die Gruppe, glaube ich, ganz gut auch bejagt. Also zwei rausgeschossen, das Einzeltier hier. So soll's doch sein. Gucken wir mal nach, was der hier dann tatsächlich hat. Denn vom Geweih her, naja, da nicht viel draufbringen.
Wir schauen uns einmal an. Ja, Schuss ins Herz, wie schon gesehen. 51 hat er, ja. Ist auch okay. Können wir auf jeden Fall schießen. Ich glaube, da vorne sehen wir auch schon das Geweih liegen. Hier erstmal noch ein Ruhrgebiet. Aber da vorne im Gras. Dann auch unser verendeter Wapiti. Und wir können schon mal die Ausschau halten nach den nächsten Tieren. Denn in die Hügel geht es gleich für uns ein bisschen rein. Also vielleicht haben wir hier dann schon irgendwas. Guck mal da hinten. Da sind nämlich auch. Was denn? Auch Wapitis, oder? Sie sieht ein bisschen so aus, um ehrlich zu sein. Müssen wir uns gleich mal aus der Nähe angucken. Das sind die. Oh ne, ist Rothirsch. Alter, was sind das für Rothirsche? Junge, was sind das für Rothirsche denn? Bleiben die stehen? Ja, bleiben stehen. Aber welche Herde ist das? Die müssen wir uns mal aus der Nähe angucken gleich. Erstmal hier, 74er. Ja, schon ein bisschen besser als die anderen. Aber auch noch im Rahmen. Aber was sind das für welche? Jedenfalls zwei starke Rothirsche drin in der Gruppe. Die sollten wir uns definitiv mal angucken. Wo die her sind, um ehrlich zu sein. Wenn hier unten kommen oder ob wir hier noch eine andere Gruppe irgendwo haben. Keine Ahnung, da vorne sind auf jeden Fall die Wapitis natürlich. Die sind mir jetzt erstmal egal. Oh ne, bitte zieht nicht weiter. Bleib bitte da. Denn wir haben noch ein paar Meter, bis wir da überhaupt in der Spotting-Distanz sind. Gutes Dreiergespann auf jeden Fall da drin. Zwei größere Rothirsche und einer, der ein bisschen kleiner ist. Aber eigentlich müsst ihr es euch sehen können, oder? Ausgewachsener Dreier da. Boah, der da oben, der ist riesig, oder nicht? Ich glaube, kein Fünfer, aber könnte actually ein Vierer sein. Weiß ja nicht, welche Gruppe das ist. Ja, ausgewachsener Vierer. Okay, wir haben einen Dreier. Wir haben einen Zweier Erwachsenen. Der ist aber auch gut, und wir haben den Dreier. Boah, ja, weiß ich nicht, ey. Würde ich jetzt eigentlich ungern fast einen schießen. Ich kann mir das mal aus dem Visier angucken, da mal ein bisschen mehr Vergrößerung. Aber also den Erwachsenen schießen wir auf gar keinen Fall. Er sieht auch noch nicht so grau aus, ne? Könnte sein, dass der noch tatsächlich größer wird. Ich weiß ja nur nicht, welche Gruppe das ist. Das ist die Gruppe, die wir unten am Flussknick immer haben. Könnte so sein, aber boah, bin mir nicht sicher. Ich glaube, die lassen wir ziehen. Also die sehen alle gut aus. Der, ich glaube sogar, dass der hier vielleicht einen Ticken älter ist als der, weil der ein bisschen gräulicher wirkt. Kann aber auch der Lichteinfall jetzt sein. Weil irgendwie die Sonne, glaube ich, von, keine Ahnung, kommt gefühlt von hinten, oder? Wo ist denn mein Schatten? Habe ich überhaupt Schatten in dem Game hier? Sehe ich überhaupt eine Sonne hier? Gibt es hier irgendwo eine Sonne? Ah, da ist eine Sonne. Ja, nicht ganz so geil zu sehen. Achso, das sind so Ediva-Pittys. Nee. Nicht für dich auszumachen. Lassen wir ziehen und widmen uns den da hinten. Da sehen wir nicht auch noch ein Tier hinten stehen. Da steht noch eine Gams, aber da waren irgendwo auch noch eine Gruppe von Wapitis, die jetzt nicht mehr zu sehen sind, aber werden wohl noch irgendwo da sein. Aber ich werde einfach versuchen, die ein bisschen zu umlaufen, weil ich glaube, ich sehe sie da unten. Da ziehen sie mich wieder hoch. Ich werde versuchen, einfach nach hier zu kommen und dann das Tal da vorne quasi offen vor mir zu haben. Stehe ich dann zwar im Wind drin, aber von hier jetzt hochgehen sehe ich auch nicht so die Option. Gleich können wir bis nach hier vorpirschen und dann hoffen, dass ich sie sehe. Aber ich glaube, von rechts oben haben wir sie besser im Blick. Vorne springt irgendwas ab, aber ich glaube, das war irgendwas, was hier close stand. Die Wapitis, die ich zuletzt gesehen habe, haben zuletzt irgendwie geruht. Müssten also hier in der Senke noch zu sehen sein. Und sich jetzt hier zeigen. Ja, da unten sind sie. Perfekt, ja, das hat gut geklappt, was wir hier gemacht haben. Haben aber jetzt hier noch ein paar Meter vor uns. Aber ich sehe schon, also wir haben ein paar Ausgewachsene dabei und die sind auch nicht allzu groß, ne? Okay, ich muss ein paar Meter näher ran. Dann können wir die auf jeden Fall spotten und uns anschauen, was wir da genau in der Herde haben. Haben wir eine ganz gute Sicht. Die ausgewachsenen Dreier sehen wir da. Das ist ein ausgewachsener Dreier auch. Der hier ist dahinter irgendwo. Ausgewachsener Vierer sogar. Ausgewachsener Einser. Okay, da sehen wir doch schon Zweier. Also wir sehen auf jeden Fall, was für ein Abschuss. Was rennt da weg? Gämse. Oh, Gänse. Gämse mal hier in so einer Gruppe. Sieht man auch selten. Aber ich würde sagen, wir nehmen da natürlich den Einser raus, logischerweise.
Den 2 würde ich auch ganz gerne rausnehmen, aber das werden wir halt nicht hinbekommen, alle zu schießen. Deshalb erstmal den und dann gucken, wie es weitergeht mit der Bande. Wie heißt denn der, den wir getroffen haben? Der hier, ne? Ja, das ist schon mal sehr gut. Er wird sich irgendwo da ablegen. Dann wird er gar nicht so weit kommen. Und lieber pilzt ihn irgendwo da rüber über den Hügel. Ja, der ist schon da verendet. Perfekt. Der wird ja auf jeden Fall relativ schlechte Genetik haben. Einmal schauen, ja, 43er da. 43, das wird nicht gut. Damit weg mit dem. Und jetzt gucken wir. Ah, das ist eine Geräuschuntersuchung auf dem Hügel. Wahrscheinlich sogar die Gämse vielleicht. Ah ja, guck mal da. War eine einzelne, oder? Ist nicht die von der Gruppe gerade, wie es aussieht. 100 Meter Entfernung. Steiergabens. Feuerfrei. Einzelgänger, ihr wisst. Weg damit. Da brauchen wir gar nicht lange fackeln, gar nicht uns lange angucken, was das überhaupt ist. Aber wir schauen mal. Da unten auch noch eine Ziege oder generell Ziegen. Die wir da sehen. 2 Stück an dem Felsen. Aber ich hole uns erstmal die Gams und dann gucken wir, ob wir hinter dem Hügel gleich noch die Vapitis finden. Weil eigentlich will ich den Zweier da auch noch rausschießen. Und die anderen können wir dann eigentlich da gut drin lassen. Aber wäre gut, wenn wir zumindest den einen noch erwischen. Also erstmal hier Gams einsammeln. Wo lacht die denn? Ja, die war doch irgendwo hier, oder? Hinterm Busch. Hallo? Ist den? Junge, ich schwör's euch. Wenn man bei diesem Game hier nicht instant sein Tier markiert, man findet es einfach nie wieder, ne? Obwohl das hier einfach offenes Gras ist. Und ich stehe wahrscheinlich drauf. Aber ich sehe es halt trotzdem nicht. Das ist der Wahnsinn. Ich habe eine Distanz von ein paar Metern, lauf dahin und finde nichts mehr. Wo ist das denn, das Ding? So hoch war das nicht, oder? So, wir müssen nochmal auf die. Wo habe ich denn geschossen? Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, wir müssen nochmal komplett raus aus dem Hang, um zu gucken, wo wir hier ungefähr das Viech liegen haben. Da liegt's ja. Wir nochmal zum Anschuss zurück oder zum Punkt des Schusses, besser gesagt. Ich war gerade auch da irgendwo gucken, ne? Oder? Junge. Da, jetzt sieht hier alles gleich aus. Da verläuft man sich auch schnell mal. Da habe ich mich einmal von den Ziegen ablenken lassen. Schon war ich nicht mehr auf dem richtigen Kurs hier. Fahrt einmal abgewichen und schon verloren. Aber hier dann doch gefunden, die Gams. Und ja, Schuss hat gepasst. 14% sogar nur. Alter, war eine junge Gams. 14%. Gut, dass wir die geschossen haben. Ich sage, Einzeltiere kannst du eigentlich immer knicken, ne? Wobei wir hatten nochmal einen guten, boah, da war glaube ich ein Kafermüffel oder so mit 99er Wertung oder so. Der war auch wild. Obwohl es ein ausgewachsener Zweier war oder so. Aber dadurch, dass die halt so alt werden, ja, hat man häufig bei den Büffeln den Fall, dass die halt im jungen, ausgewachsenen Alter noch nicht so groß sind und erst später groß werden. Oh, ein bisschen ärgerlich, aber machst du nix. Da unten sehen wir aber schon wieder die Vapetis. Das müsste die Gruppe sein, die wir gerade schon bejagt hatten, wo wir noch den einen Zweier drinstehen haben. Nur stehen jetzt echt so blöd, dass ich die kaum erkennen kann. Wir werden wahrscheinlich gleich hinter den Steinen wieder verschwinden. Nicht, dass wir da noch rechtzeitig hinkommen, aber vielleicht haben wir Glück. Ich gehe auf jeden Fall mal in die Richtung. Zumindest, dass wir in die Spotting Range kommen. Und wir die uns einmal genauer angucken können. Da müsste dann irgendwo der Zweier auf jeden Fall auftauchen. Aber noch sind wir da 20 Meter von entfernt ungefähr. Bis wir da was sehen können. Ich habe nicht mehr so viel Schuss dabei, ne? Aber für den wird es reichen. 4 Schuss noch. Knappe Kiste. So, jetzt müsste aber eigentlich so langsam hier mal den. Oh, guck mal, da ist er doch direkt. Ausgewachsener 2. Das ist direkt der hier vorne steht, oder was? Der steht ja perfekt gerade. Der steht ja wirklich perfekto. Dann. Alter. Habe ich den schon mal angeschossen? Oder warum fällt der direkt um? Vielleicht haben wir den schon mal getroffen irgendwie, dass der verwundet war oder so. Oder ich habe irgendwas getroffen, was den direkt getötet hat. Das sieht so nach Herzschuss aus, um ehrlich zu sein, aber umgefallen ist er allemal. Wären wir sicherlich schlauer draus, wenn wir uns das angucken. Ob der schon mal eine Kugel hatte oder nicht. Oder wir vielleicht wirklich mit ein bisschen Glück das Herz getroffen haben, whatever.
Schau mal hier rein. Wir haben Hauptschlagader, linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel. Nö. Einfach nur ein guter Schuss aus 270 Meter, der hier komplett die Lungen durchhämmert und die Hauptschlagader. That's it. Okay, kein zweiter Schuss. Hat gereicht, um ihn zu legen. Wir sehen hier 80%, Alter. Ein ausgewachsener Zweier. Wie alt werden die denn, ey? Okay. Hätte nicht gedacht, dass er so groß ist. Aber ey, wir hatten gerade auch den ausgewachsenen Zweier, der war auch 76 oder so, ne? War schon crazy. Oh, da ist ein ausgewachsener Einser bei, ey. Ich habe die ein bisschen spät gesehen, leider. Bin da jetzt komplett reingerannt in die Gemse. Ah, die werden wir nicht mehr kriegen, ne? Wenn nicht welche da jetzt welche ist, um ehrlich zu sein. Das ist ja schon belastend. Oh, Krellschuss, Alter. Krellschuss, der war hoch. Ich glaube nicht, dass der verenden wird. Da war, glaube ich, die Lunge nicht getroffen. Einfach zu hoch weggekommen. Ja, Anschuss bestätigt es auch nochmal. Kleine Menge Blut, hier überlebt. Also keine Chance, das Viech zu erwischen. Ich weiß nicht, wo die hingelaufen sind. Irgendwo hier hinterm Hügel wahrscheinlich, oder? Aber ich sehe sie halt nicht. Keine Ahnung, in welche Richtung genau. Dementsprechend werden die mir wahrscheinlich entkommen. Bisschen schade, ist das da oben ein Stein oder ist das ein Tier? Das ist ein Stein, oder? Na, sieht ein bisschen aus wie ein Tier, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Naja. Ey, aber wir haben ein paar Wild Pillys geschossen. Insofern, unser eigentliches Ziel hier haben wir auf jeden Fall erfüllt. Da haben wir ganz gut uns die Herden angeguckt und ein paar gute rausgeschossen. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.